Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arc Age. Ja, in der letzten Folge waren wir ja in der Kluft der Kolosse und haben uns dort um die bösen Hünen gekümmert. Und jetzt haben wir noch 3 Quests offen, die uns aber alle schon ins Tigergratgebirge schicken. Das wird jetzt unser nächstes Questgebiet sein. Ich hole gerade mal meinen lieben Alden raus. So, da haben wir ihn schon. Jetzt möchte ich gerade mal sehen. Wir sind ja hier an dem, ja, ich sag mal, Taxistand. Hier kommen ja regelmäßig die Kutschen vorbei, mit denen man fahren kann. Jetzt schaue ich gerade mal hier durchs Fernglas. Das sieht ganz niedlich aus. Und da sieht man ja dann auf der Karte, wo die sich gerade befinden. Da oben ist zum Beispiel eins und hier. Und hier sieht man auch das Luftschiff. Aber hier auf unserer Route scheint gerade keiner in Reichweite zu sein. Okay, ich denke, dann werden wir selber hinreiten. Ist ja kein Problem. Na, komm, Aldin. Mit G steigt man auf, genau. Ich habe gerade ein paar Folgen, die Elder Scrolls Online aufgenommen und da steigt man ja mit H auf sein Mount auf. Das verwechsel ich dann häufiger mal. Wenn ich danach Arc Age spiele, will ich trotzdem immer H drücken. Aber hier ist es G, um auf sein Mount aufzusteigen. Ja, mal schauen, was uns dort erwartet im Tigergratgebirge. Wir haben da ja noch unsere Hauptquestreihe offen. Da müssen wir uns mit dem Großschamanen Krell treffen. Und dann haben wir hier eine Quest, lasst mich kurz lesen. Ah genau, da werden wir zur Blausalzbruderschaft geschickt. Das sind die, ja, das ist die Berufe-Fraktion, sage ich mal, in Arc Age. Die werden uns ein bisschen die Berufe näher bringen. Und wir haben noch eine Quest, sprich mit Ingenieur Zachary im Tigergratgebirge. Genau, das war wegen dieser komischen Maschine. Huch, ich glaube, Aldin hat ein Level up. Das war wegen dieser komischen Maschine im Auge der Nacht. Oh, was ist das? Ein Schwarzmähenwolf. Ist der hier ganz alleine? Ich bin ja normal kein Spieler, der einfach mal so NPCs umbringt, aber der sieht hier irgendwie fehl am Platz aus. Vielleicht droppt er eine Quest oder so. Das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Ah, der sieht ja schon gefährlich aus hier. Okay. Geldbörse des Farmers. Das sind eigentlich die normalen Geldbeutelchen. Ach, da oben ist ja noch einer. Okay, alles klar. Dann wohnen die hier wohl einfach. Tut mir leid. Aber da fällt mir gerade etwas ein. Jetzt, wo ich das Geldbeutelchen in den Händen gehalten hatte. Hier kann man ja die Provianttruhe noch öffnen. Tag 4 nämlich. Mal schauen, was da heute drin ist. Ach du meine Güte, okay. Das ist allerdings alles für Stufe 20. Ein Begleiterhelm der Brise, ein Begleiterbeinschutz der Brise und ein Reittiersattel der Brise. Das heißt, das ist ein komplettes Rüstungsset für Aldin. Das ist ja super eigentlich, nur leider kann ich es noch nicht verwenden. Erst mit Stufe 20 und ich bin aktuell Stufe 11. Das dauert noch ein bisschen. Ich werde mir gerade mal wieder hier die Bonbons schnappen. Okay. Dann reiten wir mal weiter. Ich muss ganz dringend auch verkaufen. Mein Inventar ist jetzt doch richtig voll geworden. Okay, und Tag 5 gibt es wieder eine Provianttruhe. Ich bin mal gespannt, wie lange das geht. Dieses Anfänger-Event ist das, soweit ich weiß. Tag 5. Ich würde mal jetzt behaupten, 7 Tage wären eine ganz gute Anzahl an Tagen für solche Geschenke. Schauen wir mal. Da hätten wir noch 2 Pakete vor uns. Aber wenn jetzt schon Belohnungen für Stufe 20 drin sind, wer weiß, was dann am nächsten Tag für Belohnungen drin sind. Wobei, ich glaube, ich habe schon mal ein Paket bekommen. Ja, genau, da waren Sachen drin. Oh, da ist die, das Taxi. Kommt etwas spät. In einer Truhe waren hier sogar Schriftrollen drin für erforderliches Level 53, 54, 45. Vielleicht sind die auch zufällig, die Belohnungen, die da drin sind. Oh, mit dir sollen wir doch reden, oder? Ja, ich dachte eben schon, hat gar kein Fragezeichen über dem Kopf. Gütige Götter, mein Rücken. Oh je, der Arme. Entschuldigung, tut mir leid, dich zu stören.
Aber hast du gerade eine Gruppe Klingenflügelkuriere über dich hinwegfliegen sehen? Sie schienen zur Maschinenfabrik unterwegs zu sein. Diese verdammten Dinger gehen ständig kaputt und... Oh, tut mir leid, du wolltest etwas sagen? Ja, die haben wir ja repariert, die kleinen Klingenflügel. Was? Jemand hat auf dem Falkenplateau eine nekromantische Maschine in Gang gesetzt? Du liebe Güte, das ist gar nicht gut. Ich muss meine Vorgesetzten so bald wie möglich informieren. Oh, ah, verdammt, tut das weh. Und das ausgerechnet jetzt. Könntest du mir schnell einen Gefallen tun? Ja. Ich habe mir den Rücken verrenkt, als ich auf diese Flammenfalken schießen wollte. Ich brauche unbedingt Flammenfalkenfedern, aber im Moment kann ich kaum meinen Bogen heben, vom Schießen ganz zu schweigen. Könntest du mir zur Hand gehen? Na klar, machen wir gerne. Die sind da oben. Na, zu weit entfernt. Der müsste aber jetzt eigentlich nah genug sein. Ich frage mich, wie Nahkämpfer das machen. Wobei auch Nahkämpfer haben ja hier in ArcheAge von Anfang an einen Skill. Dieses Bogensymbol hat, glaube ich, jeder am Anfang. Oh, okay, eine unbekannte Rüstung. Bevor ich das wieder vergesse, möchte ich die doch schnell analysieren. Und was haben wir da? Gut, 4 Agilität mehr. Aber Abwehr minus 28, Ausdauer plus 8. Nee, nee, ich behalte mal die vom Halbmond. Die sind alle zu weit weg. Kommt mal ein bisschen näher. Ich will euch doch nur erschießen. Ach, das klingt jetzt böse. Ich habe mir ja eigentlich nichts getan, aber was soll man machen? In so Spielen muss man ja leider auch immer mal wieder Kreaturen umbringen, die einem eigentlich nichts getan haben. Habe ich ein paar Tage nicht gespielt und bin mir gleich wieder unsicher wegen den Skills. Sowas. Aber ich bin halt auch kein Experte in Sachen Bogenschießen. Ich habe ja noch zwei andere Vierern-Mädels hier. Eine spiele ich ja privat nur für mich und eine mit meinem Mann zusammen. Und die ich mit meinem Mann zusammen spiele, die ist ja auch Bogenschützin. Stufe 30 dürfte sie sein. Allerdings habe ich die schon länger nicht mehr gespielt. Hoch. Weil wir zurzeit eher die Elder Scrolls Online zusammenspielen und manchmal Hearthstone. Wir wechseln da immer so ab mit unseren Spielen, worauf wir eben gerade Lust haben. Das spielen wir dann zusammen. So. Und mein Hauptcharakter ist ja eine Zaubersängerin. Und die hat keinen Bogen, sondern die kämpft mit einem Stab. Ich meine, ich könnte mit ihr sicherlich auch einen Bogen tragen. Hier ist ja so ziemlich alles möglich in ArcheAge. Aber die hat einen Stab. Und den wird sie auch behalten. Ach, ich glaube, ich habe eine Waffe bekommen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das Unheilsfürsten. Das hört sich ja cool an. Mal sehen. Und ich muss unbedingt verkaufen. Ein Schild. Ich bekomme so oft Schilde. Seht ihr, hier sind noch zwei im Inventar von den letzten Folgen. Die kann ich gar nicht gebrauchen. Das sind tolle Federn. Gut gemacht. Ein Glück, dass du im rechten Moment gekommen bist. Und jetzt der komplizierte Teil. Ob du es glaubst oder nicht, diese Federn sind tatsächlich eine geheime Art der Kommunikation. Ich kann dazu nicht viel sagen, Sicherheitsgründe, du verstehst. Aber diese Nachricht muss so bald wie möglich zu den richtigen Leuten gelangen. Ich muss hier bleiben und Reisende befragen, wenn sie das Falkenblatt verlassen. Meine Güte. Könntest du diese Federn Maschinensammler Tristan in Ambosstadt bringen? Er weiß schon, was sie bedeuten. Okay, alles klar. Oh, da kommt das Taxi, da würde ich gerne mitfahren. Schaffe ich das? Ja. Juhu. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Wenn man Glück hat, erwischt man ein Taxi. Dann muss man nicht selber laufen oder reiten. Und da sitze ich jetzt. Ja, so sieht man's. Nur mein armer Alden muss hinterherlaufen.
Ich hatte euch ja beim letzten oder vorletzten Mal schon erklärt, dass man ja seinen Mount auch levelt in ArcAge. Einmal dadurch, dass man mit ihm reitet, also praktisch jeder Zentimeter bringt EP. Und die andere Variante ist, dass er immer beim Kämpfen nebendran steht. Er kämpft zwar nicht mit, der Begleiter, aber er bekommt dafür dann trotzdem EP. Und ich habe festgestellt, dass wenn man sich hier in so ein Taxi setzt und sein Mount hinterherlaufen lässt, dadurch wird es auch gelevelt. Allerdings ist es irgendwann so weit, dass das Mount nicht mehr hinterherkommt und dann verschwindet es einfach. Dann muss man es erst neu beschwören, ja. Bald ist es so weit, kommt dann nicht mehr hinterher. Jetzt. Aber für so kurze Zeit ist das ganz praktisch zum Mount leveln. Jetzt muss ich nur mal schauen, sind wir schon zu weit? Ach, wir sind schon zu weit. Ich rede und rede. Wir sind eigentlich schon viel zu weit. Ja, das ist dann der Nachteil. Da ist ein anderer Spieler mit seinem Gefährt. Der wird seine Waren irgendwo hinbringen zum Verkaufen. Ach, aber so viel zu weit war ich gar nicht. Ich glaube aber, dass ich da hoch muss, wenn ich mich recht entsinne. Da müsste dann der Grell auf uns warten. Na doch, war doch ein ganzes Stück. Was ist das hier? Eisenader. Hier gibt es aber viel Eisen. Könnte ich jetzt alles sammeln, aber ich nehme nur die Lilie, weil ich nicht glaube, dass ich irgendwas mit in Sachen Bergbau machen werde. Und weil ich jetzt nicht die ganze Folge hier sammeln möchte. Ich möchte ja auch euch noch ein bisschen was zeigen können und auch in der Geschichte weiterkommen. Farmen kann ich auch immer mal ohne Kamera. Ja, von da kamen wir. Da hoch müssen wir, genau. Es hat sich ja richtig gelohnt, die Kutschfahrt. Ich glaube, da wäre ich deutlich schneller gewesen, wenn ich gleich selber geritten wäre. Tigerlauf. Und da ist Grell. Ah, Yvain, welch eine Freude, dich wiederzusehen. Ich habe gehört, du bist mit diesen Nebelbestien gut klargekommen. Grell, ich habe schreckliche Neuigkeiten. Ein seltsames mechanisches Gerät ist zusammen mit einer Horde Untoter nahe dem Auge der Nacht aufgetaucht. Die Wolkenkorn-Schamanen versuchen, sie in Schach zu halten, aber sie brauchen deine Hilfe. Diese verdammten Harani. Solch ein Gerät ist der natürlichen Ordnung ein Gräuel. Ich bin mir nun sicher, dass die Shima Teil eines Plans der Harani sind, unser Land zu stehlen. Aber glücklicherweise hat der Windgott uns bereits mit einer Antwort gesegnet. Dir. Fragmente von Taiyangs Erinnerung kommen hoch. Auch er hatte mit Nekromantie zu tun gehabt. Kyrios Armee bestand hauptsächlich aus Untoten. Er sah, wie ein abgeschlagener Nekromantenkopf sich in einen Vogel verwandelte und davonflog. Die Untoten, die er zurückließ, erhoben flehentlich die Hände. Taiyang erlegte den Vogel und die Untoten lösten sich auf. In der Nähe befindet sich eine Gruppe reisender Harani-Händler, der Jackpot-Clan. Sie haben vor kurzem das Falkenplateau verlassen und ich vermute, dass sie hinter dem Anstieg an Nekromantie dort in der letzten Zeit stecken. Ich folge ihren Aktivitäten genau. Ich muss sofort nach Wolkenkorn zurückkehren. Nimm diesen Weinschlauch, um die Clan-Leibwache Map damit zu bestechen. Finde heraus, wie viel der Clan mit Nekromantie zu tun hat und dann treffen wir uns an der Maschinenfabrik, aber sei vorsichtig. Marasaru sagt, viele Nekromanten verehren Kyrios, den Gott der Vernichtung. Der Schreckensgott wurde zwar besiegt, doch sein General Antalon ist selbst ein mächtiger Nekromant. Sein Heer Untoter herrscht noch immer über den verlorenen Kontinent und sucht fortwährend nach Möglichkeiten, um in unser Land einzufallen. Okay. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, dass ich mal was verkaufen könnte? Sieht nicht so aus. Okay, da müssen wir hier runter. Ich hoffe, das ist nicht zu hoch. Na? Oh, ich denke, das ist zu hoch. Vielleicht kann ich hier am Rand entlang laufen. Ich bin immer so lauffaul.
Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Oh, okay. Oh, Aldin hat's aber ganz schön was abgezogen hier. Aber er hat's überlebt, zum Glück. Und da haben wir eine Daily Quest. Hallo. Diese Quest und ich glaube zwei andere kommen jeden Tag bei diesen Priesterinnen der Göttin Nui zutage. Die könnt ihr dann einmal am Tag abschließen und die wiederholen sich halt immer. Diese Quest hatte ich euch nämlich schon mal vorgelesen. Da wird halt erklärt, was passiert, wenn man stirbt und dass man da einen Teil der EP wieder erlangen kann, wenn man hier an der Statue betet. Bestimmt erinnert ihr euch noch daran, deswegen lese ich das jetzt nicht nochmal vor. Und ich bin Stufe 12, wunderbar. So, dann gehen wir mal hier hin zum Jackpot-Clan. Ihn hier sollen wir ja bestechen mit dem Weinschlauch. Ich rieche keinen Schnaps, aber dafür funkelnde Münzen. Wer hat das geschickt? Das ist nicht wichtig, oder? Wichtig ist doch, ob du das hier willst oder nicht und was du über die Verstrickung des Clans in die Nekromantie weißt. Und ob ich es will. Ich bin ein Leibwächter, ich weiß alles. Clanoberhaupt Zihai kann Tote erwecken oder Menschen verfluchen. Er hält eine Kreatur direkt vor seinem Zelt, gemacht aus Menschenknochen, die ihm dabei hilft. Zihais persönliche Leibwache Jaus ist sehr stark und mag keine Katzen. Nimm dich in Acht, Feldschleicher. Feldschleicher. Und da ist ein Jatter. Ach Gott, ich liebe diese Mounts total. Ich werde mir auch bald eins kaufen. Die kann man sich auch selber züchten. Wenn man eine Farm hat, kann man dort Jatters, in die Jatterzucht gehen. Und dann können die auch verschiedene Farben haben, zum Beispiel gestreift oder ganz weiß. Ich liebe Jatters. Mit meinen beiden anderen Vierern-Mädels habe ich auch jeweils einen Jatter. Und es macht unglaublich viel Spaß, auf diesen zu reiten. Und ich finde die auch so fantasievoll gestaltet. Ich spiele ja wirklich schon einige Jahre, sehr, sehr viele Jahre eigentlich, MMORPGs. Aber so einen Mount habe ich wirklich noch nie gesehen. Manche Mounts wiederholen sich ja immer wieder, aber dieses hier habe ich noch kein Vergleichbares in keinem Spiel gesehen. Und die liebe ich wirklich abgöttisch, die hat das. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich auch eins haben kann. Sehr niedlich. Gerade als Babys sehen die auch total niedlich aus. Aber das werdet ihr ja dann noch alles sehen. Oh, da ist eine Kiste. Was kann ich da machen? Ich bin ja mal neugierig. Okay, die kann ich zerschlagen. War aber nichts drin. Wer bist du? Meb wurde angeheuert, um das Gesindel fernzuhalten, nicht um es herumschleichen zu lassen. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, geh und rede mit meinem Partner. Was weißt du über die Untoten beim Auge der Nacht? Und bleib bei der Wahrheit. Ich steche dir die Augen schneller aus, als du schreien kannst. Das würde ich natürlich normal nie sagen, aber okay. Sie gehören nicht zu mir, falls es das ist, was du andeuten willst. Ich mache kein Geheimnis aus meinen Kräften, aber ich würde mich nie so weit herablassen, Barbaren wie dich auferstehen zu lassen. Oha, der mag wirklich keine Vierern. Du glaubst mir nicht? Ich leite all meine Wiederbelebungen durch die Golgi-Vorrichtung. Sieh sie dir an, dann wirst du sehen, dass ich nichts mit deinen Beschwerden zu tun habe. Jaus, schnell, solange der Wild abgelenkt ist. Im Kampf zeigen die Zahlen für den Wortkombo den verursachten Kampfschaden an. Blutige Zittern stellen kritischen Schaden dar. Jaus, nein, wie kann das sein? Hinterhältiger Mörder, nimm dir das Gerät doch, wenn du es darauf abgesehen hast, aber verschwinde, sonst belege ich dich mit dem Fluch der Fleischfäule. Können wir aber irgendwie nicht mitnehmen oder wir haben es automatisch bekommen. Ja, wir haben es automatisch bekommen. Okay, dann müssen wir uns ja mit Schamane Krell treffen. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass dieser Stamm damit was zu tun hat. Den kann man höchstens vorwerfen, dass sie so, ja, kann man rassistisch sagen, dass sie halt keine Vierern mögen. So, ab
steigen. Da ist nämlich eine Quest vorne. Eine sehr, sehr süße, wie ich bemerken möchte. Hofdame Satisa. Oh, kannst du mir helfen? Ich muss dieses Kitz zur Ranchverwalterin Itara bringen. Aber hier ist so manch hungriger Tiger unterwegs. Deshalb komme ich nicht weit. Die verfolgen mich schon die ganze Zeit. Sie lungern herum und hoffen, sich das Kitz schnappen zu können. Sie dürfen es nicht kriegen. Halte nicht an. Ich habe Tigerflöcke angepflanzt, um diejenigen abzuschrecken, die angriffslustig werden. Die Flöcke vertreiben sie. Das ist so niedlich. Als wir unseren kleinen Alden bekommen hatten, haben wir ja auch zuvor ein Schneelöwenbaby so tragen müssen in dem Körbchen. Und jetzt ist es ein Rehchen. Diese Rehchen gibt es auch als Mounts, allerdings für eine andere Fraktion, aber man hat auch als Firan oder Harani die Möglichkeit, die zu bekommen. Das kann ich euch irgendwann nochmal zeigen. Ich finde die so niedlich. Jetzt müssen wir aber hier aufpassen. Also man soll nicht anhalten. Hier sind überall die hungrigen Tiger. Einfach weiterlaufen. Alden ist ein Level up. Oh, die verfolgen uns. Schnell weiter. Jetzt sind schon zwei, aber viel abziehen tun die mir ja nicht. Und da sind wir auch schon. Bloß nicht anhalten. Hat's geklappt? Ja, wunderbar. Die sind ja gefangen genommen worden. Alles klar, da haben wir Glück gehabt. Ach, ist das niedlich. Ich werde gut drauf aufpassen. Ich habe den einen oder anderen Tigerflock aufgestellt, um es zu schützen. Dem Kitz wird es hier sicher gut gehen. Ja, das denke ich mir doch. Da ist es, unser kleines. Oh, ich würde es am liebsten mitnehmen. Und hier sind noch andere kleine Rehchen. Oh. Vielleicht ist das, weil ich eine Frau bin, aber ich finde die so niedlich und ich kann mich in so Spielen immer für sowas total begeistern. Oh, ich liebe Tiere einfach über alles. Auch in Spielen. So, dann gehen wir mal weiter. Die Kids sind ja hier gut aufgehoben. Kitze. Ja, laufen wir noch richtig. Jetzt habe ich mal wieder nicht auf die Uhr geschaut, aber ich bin ja sowieso jemand, der die Folgen gerne so lang macht, wie er gerade Lust hat, beziehungsweise... Das ist eine Handwerksquest. Handwerk ist so nützlich wie ein Kampfskill. Das hat sie aber gar nicht jetzt ganz vorgelesen. Was wollte ich sagen? Dass ich die Folgen immer so lang mache, wie gerade von der Story her dann, ja, es passend ist. Und solange ich Lust habe natürlich auch, aber meistens habe ich länger Lust als nur eine Folge. Da hänge ich dann einfach für mich noch eine dran. Für euch sind es dann unterschiedliche Folgen, für mich ist es eine Aufnahmesession. Hier steht... Handwerksquests. Dies ist eine Handwerksquest. Handwerk und andere Handwerksskills können die Erfahrung für das Erreichen neuer Level bringen, genau wie Kämpfe. Fange an, für die Blausalzbruderschaft zu arbeiten. Ja, hier ist so der erste Punkt, wo man mit der Blausalzbruderschaft in Kontakt kommt. Die erklären einem einiges in Sachen Berufen und Farmanbau und sowas. Ah, der ist super gestylt, finde ich. Sehr, sehr hübscher. Willkommen. Ich hatte schon Angst, dass ich heute keine neuen Schüler haben würde. Bist du hier, um etwas über die öffentlichen Farmen zu lernen? Wenn du die Landwirtschaft erlernen willst, bist du bei mir genau richtig. Lass mich dich unterrichten, dann kannst du bald überall eine lohnende Ernte anbauen. Mach weiter so und zeig mir, dass du weißt, was du tust. Dann helfe ich dir sogar, deine eigene Farm einzurichten, wenn du soweit bist. Hört sich das gut an? Denke daran, richtige Landwirtschaft lernt man nicht aus Büchern, das braucht Übung. Na gut, fangen wir an. Wie du dir vielleicht schon denken konntest, ist das Wichtigste für den Erfolg einer Farm Wasser. Ohne Zugang zu einem Brunnen können deine Feldfrüchte nie ihr volles Potenzial entfalten. Es gibt in jeder Stadt Brunnen. Geh einen suchen, hol dir ein paar Eimer voll Wasser und komm hierher zurück, wenn du soweit bist. Verwende stets Brunnenwasser. Man weiß nie, was so alles im Fluss herumschwimmt. Okay. Da haben wir es nochmal erklärt bekommen. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt diese Folge noch machen soll.
Hier oben hätten wir auch noch eine Quest. Oh, abenteuersüchtig. 5 Stunden lang gespielt, da habe ich eben einen Erfolg gemacht. Die kann man ja hier unten einsehen, bei Erfolgsfenster. Ein Reittier besorgen. Oh, da habe ich ja schon einiges gemacht. Aber der neueste Erfolg wird irgendwie noch nicht angezeigt. Doch, da. Letzte Erfolge. Abenteuersüchtig. Alles klar. So, ich weiß gar nicht, ob ich euch die Erfolge überhaupt schon mal gezeigt habe. Bom, bom, bom. Hier. Hier in ArcAge gibt es sehr, sehr viele verschiedene Erfolge. Ich kann ja mal kurz ein bisschen durchklicken hier für den Charakter. Für den Begleiter, Sammlungen gibt es hier, verschiedene andere Erfolge im Kampf, PvP, Belagerung, Abenteuer abgeschlossen, Quests, Kampf, Handwerk, Fischerei und Pflege, Handel, Deko, Soziales, weiß ich gerade gar nicht, was da reinfällt. Ah genau, Strafrecht, Gruppen, wenn man eine Gruppe mit jemand gegründet hat, ist das zum Beispiel schon ein Erfolg. Ja, alles Mögliche, seht ihr ja. Ich habe momentan mit diesem Charakter 5 von 1125 Erfolgen. Wahnsinn. Hier sind die nochmal eingeteilt in die verschiedenen Level. Kann man ja mal schauen. Level 1 bis 5 habe ich 5 von 7 Erfolgen. Oh, da fehlen mir ja noch welche. Einen Gesundheitstrank benutzen und einen Mana-Wiederherstellungstrank benutzen. Ah, das sind ja leichte Erfolge. Die mache ich doch dann gerade mal. Jetzt habe ich hier 7 von 7, super. Das war jetzt für Stufe 1 bis 5. 6 bis 10 haben wir ja eigentlich auch schon erreicht. Was heißt eigentlich? Wir sind ja Stufe 12. Da habe ich auch 5 von 7. Herz schlägt wieder 5, Gesundheitswiederherstellungstränke benutzen. Okay, das mache ich auch mal schnell. Weil ich glaube, die Quests für die Blausalzbruderschaft würde ich gerne in einer separaten Folge machen. Da schaue ich jetzt gerade noch ein bisschen hier nach den Erfolgen. Dass wir wenigstens die Erfolge schon alle haben, die für unsere vorhergehenden Stufen waren. Gleich habe ich es. Ich kann ja schon mal gucken, was hier so alles ansteht. Das ist für Level 11 bis 15. Da muss ich also noch nicht alles machen. Ich bin ja noch nicht Stufe 15. Schäbige Begleiterausrüstung kaufen. Ja, das sollte ich mal tun. Ich habe ja bisher nur Beinschienen bekommen für eine Quest. Merktinte kaufen. Jenseitsstein herstellen. Mirage betreten. Einen Schiffszwieback verwenden. Eine gewürzte Suppe verwenden. Okay, da sind teilweise Erfolge dabei, die ich noch gar nicht machen kann. Aber da kommen wir auch noch hin. Wunderbar. 7 von 7 Erfolgen. Kann ich hier noch was davon machen? Ich könnte mir einen Jenseitsstein herstellen und eine mal Merktinte kaufen. Aber ich glaube, dafür bekomme ich noch eine Quest. Ich glaube, das mache ich dann auch nächste Folge. Dann würde ich sagen, werde ich diese Folge mal an dieser Stelle beenden. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Blausalzbruderschaft weiter an. Und questen natürlich auch ein bisschen weiter hier. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei und macht's gut!